Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Landwirt 2014. Ja. Und ja, wir haben uns letztes Mal einen Mähdrescher gekauft. Und diesen Mähdrescher, den ja, müssen wir jetzt zu unserem Hof fahren. Wie es aussieht. Und ja, das machen wir jetzt erstmal. Da oben im Hintergrund sieht man ein schönes Schloss, was man leider nicht betreten kann. Das habe ich schon mal ausprobiert in meinem anderen Profil. Schade, weil es sieht wirklich gut aus. Auf öffentlichen Straßen solltest du Hänger verwenden, um Schnittwerke sicher zu transportieren. Okay. Gut, dass wir das auch gemacht haben. Anhänger transportieren. Echt. So, was steht jetzt an? Komm, sag's mir. Ah, Rundenwechsel. Nächste Runde Erntezeit. Folge dem Kreis. Hole deinen Traktor vom Landmaschinenhändler ab. Du kannst zu Fuß dorthin gehen oder durch Drücken der Taste M das Fahrzeugmenü benutzen. Dann machen wir das jetzt mit dem Fahrzeugmenü. Und steigen jetzt da ein. Ich steige in den Traktor ein. Das habe ich gerade gemacht. Foto zu deinem Mähdrescher, blablabla. Kupple den Anhänger an. Ich muss halt mal auf die Karte gucken. Ah, da, so kann ich da auch hin. Alles klar, dann fahre ich so. Fahre ich mal einen anderen Weg. Ganz schön windig im Moment. Na hoppala. So. Da werden wir auch. So, den Anhänger ankuppeln. Also das funktioniert eigentlich quasi wie beim Landwirtschaftssimulator. Da hat sich nicht viel geändert. So. Hier kannst du dein Getreide abladen. Tue dies immer dann, wenn der Anhänger voll ist. Ja. Bringe den Anhänger auf das Feld. Kein Problem. Mach ich mit links. Mach ich auch mit links. Mit links drücke ich die Tasten. Jetzt musst du zum Hof zurück und in den Mähdrescher einsteigen. Für dich nicht, dass du das Fahrzeugmenü verwenden kannst, um zwischen den Maschinen zu wechseln. Drücke M. Deine Mutter drückt auch immer M. Ich laufe da jetzt hin, so hast du jetzt davon nur Spaß. Denke daran, dass du für die Ernte den Vorsatz angebracht haben musst.
Brücke, eher um den Vorsatz zu senken und hier um den umzunähen bzw. damit aufzuhören. Okay. Fahre zum Feld. Alles klar. Guten Tag! Aktiviere den Tempomat. Durch Drücken der Tasten 1 bis 4 verwende 2 für das beste Ernteergebnis. Okay. Feld abernten, fülle den Anhänger mit Getreide. So. Ja, und hier in diesem Spiel sieht es auch um einiges schicker aus, das Abernten. Das werden wir mal sagen, hier auch schön animiert. Was noch ein bisschen schade ist, ist, dass die Dampftexturen durchs Fahrzeug durchgehen. Das sieht man da so ziemlich gut. So. Was auch noch ein bisschen blöd ist, ist, wenn man das Teil hoch macht, dass es dann aufhört, Heu auszuwerfen. Das ist auch noch so ein Bug. Da habe ich gerade nur 21 Frames. Die ganze Zeit aber. Seltsam. Warte mal. Okay, doch nicht. Ich habe schon gedacht. Ich habe schon gedacht, dass das abhängig ist, je nachdem wie schnell man fährt. Aber anscheinend scheint das ganz schön ressourcenfressend zu sein, das Ernten. Aber es läuft ja trotzdem doch eigentlich ganz flüssig. So, wie viel haben wir denn abgeerntet? 34%. Ja, das wird auch heute die letzte Aufnahme sein. Ich habe ja mit meinem FIFA World Let's Play angefangen. Das wird dann den Train Simulator Slot wahrscheinlich ersetzen. Und für dieses Spiel hier wird dann Spin Tires kommen. Aber wahrscheinlich, wenn diese Folgen online gehen, ist wahrscheinlich eh schon Spin Tires gekommen. Ja, wir ernten noch dieses Feld ab und verkaufen. Und dann habe ich euch eigentlich auch schon die Grundprinzipien von diesem Spiel gezeigt. Dass wir immer noch im Tutorial sind, ne? Das ist schon krass. Nach 10 Folgen oder jetzt. Das müsste jetzt eigentlich dieses. Warte. Das ist jetzt die 7. Folge.
Und Rollercoaster Tycoon 3 wird noch bleiben. Das wird auch noch eine Weile dauern. Bis 40 Folgen habe ich im Moment aufgenommen. Das heißt, da wird noch ganz lange was kommen. Dann muss ich auch erstmal gucken, ob ich dann auch erstmal wieder aufnehme. Aber noch habe ich ziemlich viele Folgen Rollercoaster. Bin echt mal gespannt, wie lange ich da noch brauche für dieses Let's Play. Das wird noch ziemlich lange dauern. Kann ich jetzt schon mal verraten. Denn wir haben jetzt, glaube ich, die Hälfte haben wir jetzt, glaube ich, habe ich jetzt geschafft mit 40 Folgen. Also die Hälfte vom Hauptspiel. Also über 100 Folgen werden es auf jeden Fall. Aber ich glaube, ich mache trotzdem getrennte Playlists. Von Rollercoaster Tycoon 3 und Rollercoaster Tycoon 3 Wild und Soaked. Wieso sage ich nicht immer Soaked? Soaked meine ich natürlich. So, jetzt müssen wir erstmal ausleeren. So, und in diesem Spiel muss man auch das Amt abtanken und starten. Also muss man selber starten. Das heißt, man muss da auch wirklich aufpassen, dass man immer beim Anhänger ist, sonst schüttet man, ja, sonst verschwendet man Getreide. So, jetzt. Spiegeltextur ist auf jeden Fall ziemlich hochauflösend. So. Alles klar. Jetzt haben wir es gleich geschafft. Wir haben jetzt noch 4%, was wir abernten müssen. So, und diese 0,04%, die werden wahrscheinlich hier sein. Ja. So, alles klar. Den Rest jetzt müssen wir jetzt nochmal ausleeren. Und dann haben wir fertig geerntet, ja. So schnell geht das. So, hier gerade nochmal ganz kurz den Anhänger wegrammen. Ist ja kein Problem. So. Den Mähdrescher, den lasse ich jetzt erstmal hier stehen.
und ja, wir fahren jetzt erstmal zum ja, Teil und leeren unseren Anhänger. Aber eigentlich soll ich jetzt da erstmal meinen Mähdrescher abstellen. Oder? Fahrzeug parken und verlassen. Alles klar, das machen wir gleich. Aber erstmal habe ich das hier gerade abgekippt. Ich bin ja echt mal gespannt, was eigentlich ist, wenn man Korn in ein Teil füllen will, was noch gar nicht existiert, ob das geht. Aber ich glaube immer nicht. So, und von diesen 127.000, die wir jetzt noch haben, die könnten wir eigentlich zurückbezahlen. Aber nur um es mal zu zeigen, ne? Das bauen wir jetzt alles mal. So. Eins fehlt noch, wie ihr hier seht. Das hier in der Mitte. Ne, das ganz da hinten fehlt. Das bauen wir jetzt auch noch. So. So, jetzt stehen schon mal die ganzen da. Aber um so ein Let's Play zu zeigen, möchte ich natürlich auch noch die verschiedenen Stufen, Ausbaustufen euch zeigen. Deswegen baue ich das aus. Das aus